bitte gleich Platz, suchen Sie sich einen aus, den nehme ich, aber den anderen können Sie. Dann darf ich die anderen Teilnehmer unserer Podiumsdiskussion auf die Bühne bitten. Herrn Meyer, Herrn Schulerig und Herrn Peukert. Kommen Sie einfach rauf. Bitte suchen Sie sich einen Platz aus. Ja, ich stelle Sie natürlich auch noch vor. Fangen wir mal an bei Herrn Dr. Thomas Meyer. Sie sind Senior Fellow am Center for Financial Studies hier an der Goethe-Universität in Frankfurt und Berater der Geschäftsleitung der Deutsche Bankgruppe. Waren 10 Jahre lang der Chefvolkswirt der Deutsche Bankgruppe, erst für Europa, dann weltweit, und haben davor für Goldman Sachs gearbeitet und auch als Forscher am Internationalen Währungsfonds und im Institut der Weltwirtschaft in Kiel, und sind bekannt als jemand, der nicht nur warnt und kritisiert, sondern auch als Bankvolkswirt sich immer wieder mit ganz konkreten Vorschlägen etwa zur Lösung der Euro-Schuldenkrise exponiert haben. Neben Ihnen Herr Prof. Dr. Moritz Schulerig, seit 2012 Professor am Institut für Makroökonomie und Ökonometrie an der Universität Bonn, davor an der Freien Universität Berlin und an der New York Universität und in Cambridge gelehrt. Und Sie haben sich beschäftigt mit Ursachen und Folgen von Finanzkrisen, der Rolle von Kreditzyklen und der Geschichte der finanziellen Globalisierung. Also Sie arbeiten also an der Schnittstelle zwischen Makroökonomik und Wirtschaftsgeschichte. Und anstelle von dem im Programm angekündigten Clemens Fuß, der leider mit einer Mandelentzündung und Fieber da niederliegt, bin ich sehr dankbar, dass sich kurzfristig Herr Professor Helge Peukert bereit erklärt hat, unser Podium hier zu vervollständigen. Er ist Professor an der Universität Erfurt für Finanzwissenschaften und Finanzsoziologie, hat vorher in Lettland gelehrt und auch an der Uni Frankfurt. Und Sie forschen vor allem in Wirtschaftsgeschichte, in heterodoxer Theorie, Finanzmärkte, und sind auch bei ATTAC aktiv, unter anderem, und bei den postautistischen Ökonomen. Herzlichen Dank. Ja, ist immer wieder gut, aber ist doch ein schöner, sagt doch im Namen gleich, was gemeint ist, nicht wahr? Darf ich vielleicht mit Ihnen gleich anfangen, müssen Sie gleich ins kalte Wasser springen. Welche Rolle hat es denn für die Entstehung der globalen Finanzkrise und der Euro-Schuldenkrise gespielt, dass die Wirtschaftswissenschaften sich nicht ausreichend mit dem Finanzsektor beschäftigt haben und die Banken in den Modellen eigentlich keine Rolle spielten? Ja, ich glaube, dass die Wirtschaftswissenschaften hier schon eine gewisse Rolle gespielt haben. Es gibt Ausnahmen wie Herr Hellwig beispielsweise und sehr, sehr viele Partialmodelle, die immer wieder darauf hingewiesen haben, dass im weitesten Sinne Effizienzmarktmodelle doch vielleicht nicht so ganz der Realität entsprechen. Von Behavioral Finance ganz zu schweigen, die auch in den Lehrbüchern immer irgendwo Erwähnung finden. Dass aber die generelle Ausrichtung, und das ist ja ein weltweiter Trend, hinsichtlich der Ausbildung der Volkswirte doch letztendlich davon ausging, bis eben zur Finanzkrise, dass tiefere, komplexere Märkte im Prinzip das Richtige sind und dass der Staat sich besser raushalten soll und dass im wohlverstandenen Eigeninteresse die Finanzmarktakteure schon am besten selber wissen, wo es lang geht und wie viel Eigenkapital mit minimalem Basel und so weiter Dingen abgesehen schon selber wissen, wie sie das zu tun haben. Das war der Trend, und insofern hat die Profession insgesamt schon einen gehörigen Anteil daran. Das heißt nicht, dass es Ausnahmen gab, das heißt nicht, dass es nicht hunderte von Modellen über Informationsasymmetrien und so weiter, mit denen Leute dann auch Nobelpreise bekommen haben, dass es das auch gab, aber das war die generelle Ausrichtung, und mit dieser gedanklichen und ideologischen Hintergrundperspektive sind dann die jungen Leute eben zu den Investmentbanken und anderswo hingegangen, inklusive Landesbanken und bis hin zu Sparkassen, Volksbanken und so weiter. Und insofern tragen sie hier einen gewissen Anteil an der Schuld sozusagen. Ja, ja, Herr Schulerig, Sie haben sich ja mit den Ursachen historischer Finanzkrisen beschäftigt. Was lässt sich denn aus der Wirtschaftsgeschichte lernen? Und sind da die Defizite heute an den Universitäten, oder wird begonnen, diese Defizite abzubauen? Ja, das mit aus der Geschichte lernen ist immer so eine schwierige Sache. Ich denke, wir können
mit Sicherheit als Wirtschaftshistoriker dazu beitragen, dass auch in der Makroökonomie und in diesen Fragen des Finanzsystems ein bisschen stärker wieder die faktische Seite, die empirische Seite gestärkt wird und vielleicht ein etwas stärkeres Gegengewicht zu der doch sehr, zumindest in den letzten 20 Jahren doch sehr stark theoretisch orientierten Makroökonomie, dass wir ein bisschen mit der Realität abgeglichen wird. Das andere, was es manchmal in der Geschichte gibt und was dann immer wieder ganz spannende Einsichten ermöglicht, sind so Experimente, möchte man fast sagen, in historischer Zeit, wo bestimmte Dinge in der Politik probiert wurden, vielleicht Eigenkapitalerhöhungen oder auch hohe Eigenkapitalanforderungen, und dann kann man sich angucken, das ist dann mal so ein bisschen, muss man ein bisschen Glück haben, dass man das anständig dann sozusagen identifizieren kann, würden die empirischen Ökonomen sagen. Aber dann kann man so die Effekte von bestimmten Politikausrichtungen mitunter ganz gut abbilden. Insofern, ich denke, die Hauptausrichtung oder Hauptgedanke, warum man die Wirtschaftsgeschichte wieder ein bisschen stärker machen sollte, gerade auch in der Finanzgeschichte oder makroökonomisch orientierte Wirtschaftsgeschichte, ist schon, dass wir sozusagen, wenn wir neu denken, müssen wir erstmal die Fakten richtig hinbekommen. Also sprich, einen Halbsatz. Bitte. Also ich teile die Auffassung, dass wir die Geschichte brauchen. Meine eigene Begründung dazu wäre, die Geschichte gibt uns oder macht uns deutlich, die Vielfalt der Phänomene, mit denen wir es zu tun haben können. Und sowohl die Theorie als auch, und hier müssen wir mit dem Wort Empirie, glaube ich, wirklich präzise sein, als auch die ökonometrisch-statistisch kalibrierend orientierte Makroökonomie unterstellen zunächst mal, wenn Sie an die Realität herangehen, es gibt ein Korsett, in das wir das alles schnüren können. Das hat auch damit zu tun, dass das Wort Theorie selbst schon irreführend ist. Wir haben nicht eine Theorie in der Art, in der die Physiker das haben. Wir haben einen Zoo von Modellen. Und dann suchen sich die empirisch arbeitenden Makroökonomen eine bestimmte Spezies aus diesem Zoo raus. Und damit wird alles untersucht. Und wenn es dann Dinge gibt, die nicht dazu passen, ja, dann passt die Kalibrierung nicht. Aber das ist jetzt genau der Punkt, wo meine ich, die Geschichte wichtig ist, dass die einen überhaupt mal auf das Problem aufmerksam macht. Ja, Herr Mayer, würden Sie sagen, dass die Rolle der Banken und des Finanzsektors eigentlich bis heute missverstanden wird? Haben wir nicht genug gelernt aus der Krise? Ich kann mich eigentlich den Vorrednern hier nur anschließen, denn ich kam eigentlich ja auch als relativ junger Mann in diese Industrie rein, so wie Herr Peuker das beschrieben hat, gut trainiert, hoffe ich wenigstens, einigermaßen gut trainiert in diesen geschichtslosen Theorien, die einem in der Universität vermittelt wurden, ohne historische Zusammenhänge dort mitbekommen zu haben. Also praktisch so, wie wenn ich Physik studieren würde, da habe ich die ganzen physikalischen Gesetze und dann kann ich möglicherweise eine extra Veranstaltung belegen, die nennt sich vielleicht Geschichte der Physik, das ist vielleicht so ganz interessant am Abend, ne? Aber das eigentliche harte Ding ist, das steht. So kam ich ja auch rein und habe dann, wie Herr Hellwig das beschrieben hat, ja auch dann notgedrungen durch Verspannungen im Finanzsektor, durch Krisen dann die Geschichte entdeckt, eben auch als Helfer zur Erklärung, was passiert. Und aus meiner Sicht möchte ich, wie Sie schon sagten, hier drei Mythen ansprechen, die meines Erachtens über den Finanzsektor, über die Banken existieren, die zu Missverständnissen beitragen. Und da werde ich also zum Teil Herrn Hellwig widersprechen. Mal sehen, das fördert ja die Diskussion. Der erste Punkt, der erste Mythos, denn ich glaube, der in den Köpfen steckt und der steckt auch in den Lehrbüchern. Ich betätige mich jetzt auch so ein bisschen als Lehrer mit einem Lehrauftrag und da schaut man in die Lehrbücher rein und da steht drin, Banken nehmen Einlagen ein und vergeben Kredite. Es ist halt nicht so. Das tun sie halt nicht, sondern die Banken vergeben Kredite und machen daraus, ich vermeide das Wort produzieren, sonst bin ich einer Sprechblase schuldig, die Banken vergeben Kredite und machen daraus Einlagen. Das kann man ja auch ganz schön sehen, wenn man
das die Beschreibung der EZB anschaut, wie das funktioniert. Das ist ganz offen da. Nicht? Also ich habe am Ende des Monats Januar, habe ich jetzt im Verlauf des Januars habe ich so und so viele Kredite vergeben. Ja, jetzt habe ich da eine Bilanzsumme, damit habe ich die Einlagen geschaffen. Also ich vergebe den Kredit, der Kunde unterschreibt, ich schreibe ihm das Geld auf dem Girokonto gut. Ende Januar habe ich jetzt mein Geschäft, da schließe ich ab. Dann melde ich das der EZB, so und so viele Einlagen habe ich geschaffen durch die Kreditvergabe. Dann bis den ganzen Februar habe ich Zeit, mir zu überlegen, wie viele Reserven halte ich jetzt denn in Zentralbankgeld. Ja. Den ganzen Februar. Dann fange ich Anfang März dann an, meine Reserven zu halten, die bestimmt werden auf der Basis meiner Bilanz von Ende Januar. Und dann muss ich dann also im Tagesdurchschnitt des Monats März halte ich so und so viele Reserven und dann Ende März bin ich fertig. Ja. Das heißt also, zuerst kommt die Kreditvergabe und die Einlagenschaffung und dann kommt die Reservehaltung. Anderes schönes Beispiel. Jetzt kommt ein Kunde her und will Bargeld von mir haben. Ja, ja, was mache ich denn jetzt? Ja, ganz einfach. Ich gehe zur Zentralbank und leihe mir das Bargeld. Ja, also die Bargeldschaffung ist auch endogen. Mhm. Es ist schon so, wie Herr Huber das heute Morgen beschrieben hat, das System läuft sozusagen aus sich selbst heraus. Die Zentralbank versucht, ich nenne das eine Art öffentliche-private Partnerschaft, ja, die Geldschöpfung einigermaßen hinzufummeln, wo sie es haben möchte, indem sie dann dadurch, dass sie der Scharnier ist im Interbankenmarkt, ja, dadurch beeinflusst sie den Interbankzins und damit kann man natürlich zeigen in der Finanztheorie, dass sie damit über Fristenkalkulation dann auch längerfristige Zinsen werden. Also das ist ein Punkt. Ich fürchte, Herr Hedwig, die Banken produzieren Geld. Mein zweiter Punkt ist, wenn das denn so ist, dann kann ich mit einer höheren Eigenkapitalanforderung das System etwas sicherer machen. Aber das eigentliche Problem bleibt. Denn, und da stimme ich wieder Herrn Hellwig überein, dieses Chiralgeld, das wir produzieren, ist nichts anderes als Schuldgeld der Banken. Ja. Und damit ich überhaupt Chiralgeld produzieren kann, kann ich eben nicht alle Kredite mit Eigenkapital finanzieren. Das macht ein Investmentfonds. Also es ist sozusagen im Wesen dieses Geschäfts, dass ich Schulden produziere. Jetzt kann ich natürlich sagen, wir wollen eine bessere Marge haben, ja, in dieser Produktion. Dann verlange ich mehr Eigenkapital. Aber in gewisser Weise, erlauben Sie mir das ein bisschen provozierend zu formulieren, das ist ungefähr so, wenn ich sage, ich habe jetzt hier Atomkraftwerke und die haben ein systemisches Risiko. Die kann ich natürlich sicherer machen, indem ich mehr Kapital einsetze, um alle möglichen Mauern zu verstärken und. Aber das Restrisiko werde ich nicht los. Und da stellt sich die Frage, ist dieses Kapital denn volkswirtschaftlich sinnvoll eingesetzt, um dieses System sicherer zu machen? Oder müsste man sich nicht überlegen, wende ich nicht eine ganz andere Technik an? Ja. Und jetzt kommt mein dritter Punkt, mein dritter Mythos. Und der ist wahrscheinlich der stärkste. Das Kapitalmarktgeschäft ist riskant, das Kreditgeschäft nicht. Deshalb müssen wir das Kapitalmarktgeschäft vom Kreditgeschäft trennen. Ja. Ich behaupte jetzt, es ist genau umgekehrt. Das Kapitalmarktgeschäft ist eben nicht so riskant wie das Kreditgeschäft. Über das Kreditgeschäft haben wir gerade schon gesprochen, ich möchte es nicht weiter ausführen, Sie verstehen, was ich meine. Zum Kapitalmarktgeschäft. Kapitalmarktgeschäft ist seinem Kern nach Intermediation. Also ich bin ein Broker oder ich bin eine Bank, die bringt Unternehmen an den Markt oder ich bin ein Investmentbanker, der hilft Unternehmen, andere Unternehmen zu akquirieren. Das ist ein Beratungsgeschäft und ein Brokergeschäft. Da gibt es Risiken, aber die sind auch nicht größer wie bei einer Autofabrik. Riskant ist eben das Kreditgeschäft. Und jetzt sagt Herr Hellwig, durchaus richtig, das ist ja nicht nur Sie, die das sagen, alle sagen das, aber Lehman ist der Gegenbeweis und die Geldmarktfonds. Und hier ist mein Argument, Lehman hat sich als Bank verkleidet. Lehman hat sich als Bank verkleidet, denn die Lehmänner, die sind an ihrem Kreditderivategeschäft kaputt gegangen. Und Kreditderivate erlauben es eigentlich Kapitalmarktbanken, sich ins Bankengeschäft hineinzuschmuggeln. Genauso sind Geldmarktfonds verkleidete Banken, wenn sie ihren Anteilspreis
garantieren zum Geldwert. Ne? Das ist also die Einheit des Anteilscheins mit einem Dollar oder einem Euro. Dann spielen sie Banken, dann sind sie Schattenbanken. Ich glaube, Herr Helwig Schaubitz hat es schön illustriert, wie die Geldmarktfonds über SPVs und SIFs sich hochgearbeitet haben, im Grunde genommen zu Banken, die dann Hypothekenkrediten vergeben haben. Ich glaube, das sind drei Mythen, die man kritisch hinterfragen muss. Ich bin insofern etwas radikaler als Herr Helwig. Herr Helwig möchte das bestehende System sicherer machen und dafür Kapital in die Hand nehmen. Ich sage, wir müssen darüber diskutieren, ob wir nicht die Technik ändern. Herr Helwig, Sie sind direkt angesprochen. Wollen Sie direkt antworten? Ja, ja. Dachte ich mir. Ich gehe mal in ungeordneter Reihenfolge vor. Die Geldmarktfonds Lehman Brothers, also Geldmarktfonds haben sich als Banken verkleidet. Ihre Beschreibung trifft zu für Fonds, die Stable Net Asset Value versprochen haben. Stable Net Asset Value, das ist ein Fonds, der den Anteilseignern verspricht, dass ein Anteil immer mindestens einen Dollar wert ist. Und etwaige Erträge werden zugerechnet durch Zuteilung zusätzlicher Anteile. Das hat im Wesentlichen steuerliche Gründe, warum das in den USA eine so wichtige Rolle gespielt hat. Sie haben völlig recht, Stable Net Asset Value verstärkt das Bankelement. Nur, wenn Sie die Erfahrung des Herbstes 2008 angucken, in Europa gab es gleichermaßen Fonds mit Stable Net Asset Value und Fonds mit Variable Net Asset Value, und das Runs-Problem hatten sie bei beiden, und zwar gleichermaßen. Und dahinter steht ein allgemeineres Problem, was also auch für, sagen wir, die Kotlikow-Vorschläge für eine Verlagerung jeglicher Real-Asset-Investitionsfinanzierung auf Fonds angeht. Wir kennen dieses Problem von offenen Immobilienfonds. Die Anlagen sind illiquide, die Titel sind liquide, und wenn es irgendwie Unsicherheiten darüber gibt, was bei den Anlagen los ist, kann es zu einem Run kommen und die Institution bricht zusammen oder muss schließen. Der Unterschied zwischen all diesen Fonds und den normalen Aktienfonds ist, dass die normalen Aktienfonds die Aktien in einem liquiden Markt verkaufen können, dass es auch über die Bewertung dieser Aktien von Tag zu Tag und dieser Fondsanteile damit von Tag zu Tag keine Unsicherheit gibt. Wir haben das Problem, unabhängig davon, ob ich Stable Net Asset Value verspreche oder nicht, jedes Mal, wenn ein Institut dieser Art in illiquide Dinge investiert. Jetzt zum ersten Ihrer Punkte. Die Sequentialität, die Sie beschreiben, die sehe ich so nicht. Die Sequentialität, die Sie beschreiben, die haben wir in den Lehrbuchmodellen, wo wir die Multiplikatoren ableiten. Erst kommt dies, dann kommt das und so weiter, und dann kriegt man dann eine Sequenz. Wenn wir wissen wollen, wie das System funktioniert, dann müssen wir überlegen, die Bank hat auf der einen Seite ihrer Bilanz bestimmte Aktiva mit bestimmten Handlungsalternativen, auf der anderen Seite ihrer Bilanz bestimmte Passiva mit bestimmten Handlungsalternativen, und sie muss überlegen, wie sie die Dinge da ins Lot bringt. Die Vorgänge, die Sie konkret beschreiben, haben sehr viel damit zu tun, wie die Praktiken der Zentralbanken sich in den letzten 30, 40 Jahren entwickelt haben. Dass also sowas wie Zentralbankkredite an Banken als normale Form der Zentralbankintervention genommen wird. In der Vergangenheit gab es auch Zentralbankinterventionen, die mit
Krediten gar nichts zu tun hatte. Man nannte das offen Marktkäufe, gilt heute aus irgendwelchen Gründen als absolut politisch unkorrekt. Ich habe im Studium gelernt, wenn die Zentralbank über offene Marktkäufe die Bargeldreserven des Systems erhöht, dann entwickelt sich das irgendwie und am Ende kann man davon ausgehen, dass es mehr, sowohl mehr Bargeld als auch mehr Giralgeld gibt. Das aber jetzt dargestellt, nicht sequenziell mit einer Kausalität von Kreditvergabe zur Einlagenschöpfung, sondern als ein Ergebnis eines Gleichgewichts, wobei das Handeln der Banken bestimmt wird. Und das ist die zentrale Botschaft dieses Artikels von Tobin, der sich wendet gegen die Vorstellung von Commercial Banks as Creators of Money, Geschäftsbanken als Schöpfer von Geld. Wobei er sagt, es wird zentral dadurch bestimmt, inwiefern es den Geschäftsbanken gelingt, die Einlagen zu halten, gegeben, dass sie im Wettbewerb stehen, nicht nur mit anderen Geschäftsbanken, das wäre im Sinne dieses theoretischen Ansatzes ja noch okay, aber auch im Wettbewerb mit anderen Finanzintermediären, Geldmarktfonds gab es damals noch nicht, aber zum Beispiel Versicherungsgesellschaften, Investmentfonds anderer Art. Und da ist dann der zentrale Unterschied, dass die private Bank, anders als die Zentralbank, weder als Einzelne noch in der Summe der privaten Banken die Menge ihrer in Gänsefüßchen Geldschöpfung autonom bestimmen können. Zu Ihrem zweiten Punkt, also dem letzten, der jetzt noch offen ist. Ich stimme Ihnen völlig zu, dass wir beim Liquiditätsrisiko der Koppelung von Einlagen, sprich Giralgeldschöpfung und irgendeiner längerfristigen Anlage, es muss ja gar nicht das Kreditvergabegeschäft sein, ein strukturelles Problem haben. Allerdings, und das war eigentlich der Punkt meiner Arbeit von 1994, dass die weitgehend motiviert war durch die Beobachtung, dass die Krisen der frühen 90er Jahre und die Krisen der frühen 80er Jahre jeweils mit sehr hohen Zinsen zu tun hatten und mit den dadurch bewirkten faktischen Insolvenzen in dem System. Die Fristentransformationen, so wie die Banken sie traditionell durchgeführt haben, ging im Glass-Steagall-System in Verbindung mit Regulation Q, einer Zinsschranke oder einem Zinskartell. Wir haben in Deutschland das bis in die frühen 90er Jahre durchaus ähnlich gehabt, nur dass es stillschweigend war, was dafür sorgte, dass es genügend Margen gab. Aber durch die Wettbewerbsintensivierung, die auf viele Gründe zurückgeht, sind diese Margen nicht mehr da. Und dann ist die Frage, wie kann man die Liquiditätsversorgung durch private Institute in der Koppelung mit langfristigen Finanzierungen aufrechterhalten, ohne dass man bei jedem Husten der Marktvariablen zu einer Bankenkrise kommt. Und mein Vorschlag damals war Sekuritisierung der Makroschocks, Zinsschocks, Währungsschocks und solche Dinge bei gleichzeitigem Behalten der Haftung für die und damit der Anreize für die individuellen Geschäfte bei den Emittenten. Ja, ich bin jetzt, sagen Sie noch mal, der Herr Volkert. Ja, ich möchte mich kurz fassen, aber mit den Geldmarktfonds, das ist völlig richtig, aber dass es da zweierlei Geldmarktfonds gab. Aber meiner Erfahrung nach haben die Leute diesen feinen Unterschied nicht gemacht, sondern sie haben alle Geldmarktfonds im Grunde genommen als Geldäquivalente betrachtet. Gut, darüber kann man natürlich streiten, aber das ist meine Erfahrung während der Krise. Aber nichtsdestotrotz, Sie haben völlig recht, offene Immobilienfonds haben auch dieses Problem, aber das war ja nicht mein Punkt, sondern mein Punkt war, dass die Geldmarktfonds sozusagen Banken gespielt haben dadurch. Ihr zweiter Punkt war die Offenmarktpolitik.
Meiner Interpretation nach wurde die weniger relevant, insofern sich die Zentralbanken weniger darum gekümmert haben, die Geldmenge und Kredite zu steuern, weil sie nicht mehr genau wussten, was eigentlich Geld ist. Da spielen die Geldmarktfonds und allen die Schattenbanken spielen mit eine Rolle. Deshalb ging man dann hin und hat dieses System entwickelt, wo man im Grunde genommen die Zinspolitik, hatten wir heute Morgen auch schon angesprochen, die Zinspolitik benutzt, um sozusagen indirekt den Geldschöpfungsprozess zu steuern über die Beeinflussung der Kreditvergabe. Und was ich da zitiert habe, war nicht aus dem Lehrbuch, sondern aus dem Manual der EZB für die Praktiker. So wird es einfach gemacht. Die EZB schreibt das so vor. Das ist einfach so endogen. So läuft es. Ja. Und gestoppt wird das System dadurch, dass die EZB den Interbanksatz erhöht und dadurch die Kreditnachfrage bremsen will. Und dadurch soll das Ganze irgendwie dann entschleunigt werden. Herr Burkert. Ich würde gerne noch mal kurz auf Ihre Frage zurückkommen, Bedeutung der Wirtschaftsgeschichte. Und ich muss sagen, dass die Untersuchung, die Herr Schularik und Kollegen machen, mit zu dem Interessantesten in meinen Augen gehört, was wir für eventuelle Reformbemühungen lernen können. Ich gebe nur mal ein Beispiel. Sie haben da ja so von 1870 bis 2010 ungefähr mal aufgezeigt, wie einerseits die aggregierten Bilanzen geteilt durchs Bruttoinlandsprodukt und andererseits die Bankkredite an den Nichtbankensektor sich entwickelt haben. Und da kann man jetzt jenseits von Kalibrierung und Modellen und Plattformen, auf denen man 1000 verschiedene Modelle, die ja dann immer von den Anfangsbedingungen abhängen, da kriegt man, wenn man Pech hat, genau das Gegenteil raus, wenn man da nur wenig ändert. Da sieht man schlicht und einfach, dass es so einen normalen Durchschnittswert zu geben scheint, wenn man sich das anguckt. Der ging dann nach der Weltwirtschaftskrise ging das runter, dann nahm das wieder zu und so in den 70er, 80er Jahren ging das dann über den langfristigen historischen Trend. Und jetzt ist die Frage, und das finde ich sehr instruktiv, und Ähnliches haben wir ja auch über Einkommensdisparitäten, nicht? Also vor der Weltwirtschaftskrise, wie viel Prozent der Einkommen und Vermögen fallen auf die oberen 10%, und da scheint es ja so zu sein, dass es dann besondere Instabilitäten gibt, also hier Ungemach für den Finanzsektor von einer ganz anderen Ecke, die man vielleicht jetzt schon, aber vor ein paar Jahren noch nicht unmittelbar betrachtet hat. Und dann kann man daraus bestimmte, sagen wir mal, Daumenregeln ableiten und kann sagen, vielleicht ist es so, ohne dass wir die Transmissionskanäle jetzt haargenau kennen, dass zum Beispiel, wenn es über 50-60% aggregierte Bankbilanzen rausgeht, dass es dann, dass die Volatilität und die Instabilität und vielleicht sogar das Wachstum abnehmen. Da gibt es dann auch noch tolle ökonometrische Untersuche von Cicchetti, und wenn Reinhard Rogoff dann irgendwie die Excel-Datei mal abgestürzt ist, ja, das ist ja noch lange kein Gegenargument. Und daraus könnte man dann, um das abschließend zu sagen, ableiten, zum Beispiel, dass die drei Sektoren, private Haushalte, Staat und Nicht-Finanzunternehmen, dass die sich insgesamt jeweils mit 60% verschulden dürfen, damit man noch einen Puffer von 20% hat, weil wir haben ja gesehen, Staatsverschuldung Deutschland kann schnell gehen, dass man also hier noch einen Puffer hat, und das ist die Zielgröße. Ob man die jetzt über sowas wie Scoreboard direkt angehen sollte, da habe ich meine Zweifel, weil ich Herrn Hellwigs Befürchtungen teile, wie die Regulatoren und dann eine zerstrittene EU-Kommission, die ja sowieso nie blaue Briefe verschickt, ob die da das machen würden. Nur durch alle möglichen Finanzreformen müsste man versuchen, das in so einem Korridor zu halten. Und das wäre eine alternative Form des Nachdenkens über solche Grenzen, über Zielwerte etc., jenseits von Modellen. Und auf Ihre Anfangsfrage noch wirklich letzte Bemerkung, genau diese Forschung wird in den Universitäten zurückgedrängt. Wenn ich an die Uni Frankfurt schaue, dort wird es bei Gelegenheit keine wirtschaftsgeschichtlichen und Geschichte des ökonomischen Denkens Veranstaltungen mehr geben, weil man das nicht für sinnvoll hält, weil das vom Kerngeschäft schon gerade im bachelorisierten Zeitalter eben Sidetrack ist und nicht mehr so wichtig angesehen wird. Finde ich, ist eine Katastrophe. Aber jetzt möchte ich doch mal, bevor wir sozusagen an die Lösung gehen, noch mal einen kleinen Schritt zurückgehen. Also ich muss sagen, ich bin jetzt ein bisschen schockiert, also dass die Wirtschaftswissenschaften keine exakte Wissenschaft sind und nicht die Physik, habe ich verstanden, habe ich selber auch mal schon so gesehen. Aber dass jetzt in so einem hochmögenden Kreis noch nicht mal Konsens darüber herzustellen ist, was eigentlich Banken tun und wie eigentlich Geld entsteht, das hat mich doch ein bisschen gewundert. Können wir das noch mal versuchen,
so zu definieren, dass jeder zustimmen kann. Ja, Freiwillige vor, oder vielleicht Herr Schulerich, vielleicht mögen Sie. Also, ich habe ja vorhin schon mehrfach vor den Problemen sprachlicher Verwirrung gewarnt. Und ich selbst halte es in meiner eigenen Arbeit so, dass ich ganz strikt trenne zwischen Theorie und Reden über die Realität. Und meine erste Antwort auf Ihre Frage wäre die Gegenfrage, über welches von beiden rede ich jetzt? Und zwar aus einem ganz banalen Grund. Wir haben in der Theorie einen Zoo von Modellen, mit denen ich über alles und jedes reden kann. Aber das ist nichts anderes als eine Art von Grammatik. Da lerne ich Sätze logisch und grammatisch richtig zu formulieren. Das sagt mir noch überhaupt nichts, ob sie für die heutige Wirtschaft, die Wirtschaft des 19. Jahrhunderts, die Wirtschaft der Antike oder irgendetwas so anwendbar ist. Also wenn Sie mich fragen, was Geld ist, würde ich sagen, in einem Standardmodell heutzutage ist Geld ein Objekt, das keinen intrinsischen Wert hat und dessen Wert sich bestimmt aus den Möglichkeiten, es im Tausch in irgendeiner Form weiterzuverwenden. Was das genau bedeutet, hängt vom jeweiligen Kontext ab. Wenn Sie mich dasselbe in Bezug auf die Geldpolitik und damit die Realität heute fragen, würde ich sagen, okay, erste Definition von Geld, das, was die Zentralbank druckt. Zweite Definition, im jeweiligen Kontext perfekte Substitute dazu, sprich die Forderungen der Geschäftsbanken an die Zentralbank sind zwar nicht gedruckt, aber sind völlig äquivalent. Aus der Perspektive jetzt des Konsumentenverhaltens, das Geld, das ich bei der Bank habe, ist für mich heute zumindest völlig äquivalent. Wenn die Bank zusammenbrechen sollte, könnte diese Äquivalenz sich aufheben. Das ist auch dort jeweils kontextabhängig und wir sollten vermeiden, Begriffssemantik an die Stelle von Theorie zu setzen. Das ist, glaube ich, Herr Schulerich erstmal, oder? Oder haben wir die Frage jetzt abschließend behandelt? Oder? Ja. Sie würden, machen Sie. Also, ja, ich bin auch Semantik. Nein, ich fand, das ist schon eine wichtige Frage, Herr Heilmann. Und ich glaube, es ist auch gar keine leichte Frage, wenn man sich das auch historisch anschaut. Da gibt es ja dieses schöne Buch jetzt von Felix Martin, die unautorisierte Biografie des Geldes. Hm. Andere haben ja auch dazu geschrieben. Die Frage ist doch, ist Geld ein Tauschmittel, wie es Adam Smith beschreibt oder wie es sogar zurückgeht bis auf Aristoteles? Das hat jetzt, glaube ich, Herr Hellwig so definiert. Oder ist Geld nicht einfach ein Maß für Schuld, wie es andere beschreiben? Ich meine, da gibt es ja den Versuch von Eucken, das zu klassifizieren. Ja. Eucken hat ja unterschieden zwischen Warengeld, das wäre also die Smithsche Definition von Geld. Dann gibt es bei ihm das Schuldgeld, das sind also die historisch diese Schuldscheine, die der Staat ausgibt für empfangene Leistungen. Und es gibt das privat geschaffene Kreditgeld. Ich glaube, was Sie jetzt gerade ansprechen, dass wir gar nicht mehr so richtig wissen, über was wir reden, hat eben mit der Geschichtsvergessenheit unserer Wissenschaft zu tun. Und was heißt das jetzt für eine Bank? Also meine Definition habe ich versucht zu geben. Ja. Ich glaube, Geld ist im Wesentlichen eine Kombination von privatem und öffentlichem Schuldgeld. Und dieser Mix ist durcheinander gekommen. Der private Sektor, der Bankensektor, hat zu viel privates Kreditgeld produziert. Ja? Und die Finanzkrise hat dieses private Kreditgeld zerstört. Und wir sehen jetzt in den Zentralbanken, die Auswertung der Bilanzen ist sozusagen der Ersatz des privaten Kreditgeldes durch öffentliches Kreditgeld. Also wäre es am Ende doch besser, man würde die Rolle der Banken in der Geldschöpfung eliminieren und zum Zentralbankgeld übergehen?
Also vielleicht dadurch ein kurzes Wort, ich möchte die Diskussion da nicht monopolisieren, aber ich finde, es wäre sehr wichtig. Also dass, das ist nein, schlicht und einfach Sprachverwirrung als Grundlage für Politikempfehlungen. Das stimmt doch gar nicht, Herr Hellwig. Ich habe nur Eucken zitiert. Seit wann hat Eucken Sprachverwirrung mit der Absicht der Politikempfehlung produziert? Also das verstehe ich jetzt nicht, Ihr Einwand. Weil wir sollten uns davor hüten, über Begriffe zu reden, ohne den analytischen Kontext klarzumachen. Und die Aussage, es gibt Warengeld, schön und gut. Das ist eine Form, eine mögliche Form, in der das Geldwesen organisiert ist. Die Dichotomie zwischen Geld als Tauschmittel und Geld als Schuld ist meines Erachtens in zweierlei Hinsicht irreführend. Erstens, die Objekte, die die EZB rausgibt und druckt, stehen zwar auf der Verbindlichkeitsseite der Bilanz, sind aber keine Schuld in irgendeinem effektiven Sinn. Das hat das Bundesverfassungsgericht noch nicht verstanden, aber und auch die Finanzwissenschaftler, die für das Bundesverfassungsgericht Gutachten geschrieben haben. Aber das ist einfach so. Es ist eine reine Konvention, dass das da als Schuld steht. Zweiter Punkt, und da sind alle unsere theoretischen Modelle schlecht. Auch für Geld als Tauschmittel habe ich den Aspekt Wertaufbewahrungsmittel zu berücksichtigen. Wenn wir uns die theoretischen Modelle angucken, die haben alle irgendwo eine Annahme, also Gleichgewichtsmodelle, haben alle irgendwo eine Annahme einer vorgegebenen Umlaufgeschwindigkeit, was heißt die Frage, wie lange halte ich das und damit wie viel halte ich das, stellt sich in dem gegebenen Rahmen nicht. Aber tatsächlich, wenn ich mir Transaktionsprogramme angucke, stellt sich die Frage, dann ist das ein Wertaufbewahrungsmittel, das ich mit portfolioanalytischen, wertpapiermarktanalytischen Methoden angehen muss und das fehlt. Also die Dichotomie, die Sie bilden, ist meines Erachtens in diesen zwei Punkten irreführend. Und was jetzt Eucken angeht, der hat all das nicht in irgendeiner Weise auf seine Funktionsweise hin analysiert. Bei Eucken finden wir eine einfache Quantitätsgleichung, noch dazu mit der falschen Dichotomie, und damit hat sich das. Bitte. Ja, das Geld, wie man so schön sagt, das unbekannte Wesen. Meiner Meinung nach ist es so, dass Geld multifunktional ist und dass das eins der Probleme ist. Mir fällt es schwer, obwohl es mir ideologisch besser in den Kram passen würde, die Kreditschuldschiene zu fahren, wie das ja auch die Occupy-Leute, zum Beispiel David Graeber, Michael Hudson, bestimmte Richtungen des Post-Keynesianismus und so weiter tun. Würde mir besser in den Kram passen, aber es fällt mir schwer, historisch, aber auch so theoretisch logisch, hier eine Primärfunktion auszumachen. Ich glaube, das ist schwer zu sagen und es ist historisch kontingent, welche Funktion nun primär da war, ja, von den Tropriandern bis also heute gesehen. Eine andere Frage ist aber, also ich glaube an Multifunktionalität und würde mich da nicht auf eine Seite schlagen. Ich finde es aber klar, und Herr Huber hat ja heute Morgen schon ein paar Argumente gebracht, dass es sinnvoll ist, die Geldschöpfungsaktivität von der Kreditvergabefunktion, da also eine Trennung einzuführen und das nicht bei den Banken zu belassen. Weil dann haben wir tausend Probleme drin, die man nicht wegsprechen kann. Und mein Zweifel an Ihrem Vorschlag, Herr Hellwig, ist der, dass Sie im Grunde an rationale Akteure glauben, weil Ihre Hauptmessage in dem Buch ist ja, wir bringen 30% Eigenkapital ungewichtet rein und dann hängen die Leute mit ihrem Einsatz so sehr am Haken, dass sie dann schon aufpassen werden und dass also der Puffer größer ist. Und das ist halt die Frage.
Meiner Meinung nach ist es so, dass hier manisch-depressive Kreditzyklen schlicht und einfach vorhanden sind. Von der Tulpenmanie damals über den neuen Markt, Junkbonds, CDO-Squares oder was wir da auch immer nehmen wollen. Und dass es einfach nicht ausreicht, hier das Eigenkapital aufzupeppen, weil wir zum Beispiel in Zeiten, als es realerweise 30% betrug, zum Beispiel in den USA in den, im 19. Jahrhundert, da gab es ja nun auch Bankkrisen. Also ich habe den Eindruck, dass Sie da auf ein radikales Superrezept setzen und dass das auf keinen verlangt. Und deswegen, im Unterschied zu Ihnen, würde ich zum Beispiel auch ein Trennbankensystem für sinnvoll halten, eine Finanztransaktionssteuer, die auf Notional Value geht und dann das Derivatevolumen drastisch schrumpfen würde, ja, und noch ein paar andere Maßnahmen. Also Ihre 30%, ja, das langt aber nicht, weil hier von der irrationalen und der prozyklischen Gesamtkonstellation in solchen Phasen eben, dass die unterschätzt werden. Herr Schulerig, dazu. Ja, vielleicht doch mal. Sie haben schon gemerkt, ich bin so ein bisschen zurückhaltend, mich in diese Diskussion einzuhaken. Sobald man über das liebe Geld nachdenkt, wird es sehr schnell sehr kompliziert. Aber vielleicht die Idee wäre zu sagen, vielleicht auch ein bisschen die Verwirrung zu nehmen. Ich glaube, es ist immer ein erhellender Einblick zu sagen, es gibt kein Finanzvermögen, ohne dass es nicht einen Schuldner gibt, der den gegenüberstellt. Es gibt kein Sparen im Sinne des Finanzsparens, ohne dass sich jemand verschuldet. Jetzt mal zum Beispiel die Zentralbank mal absehen, aber für jeden Schuldner gibt es einen Gläubiger und diese Beziehung ist, glaube ich, ganz zentral zu verstehen. Also wir können nicht nur alle unser sozusagen liebes Geld aufs Sparbuch tun, und erwarten, dass es immer sicher ist, jemand anders in der Volkswirtschaft wird sozusagen dieses Geld nehmen, wird es ausleihen. Insofern sind die Beziehungen in der Hinsicht symmetrisch. Ich wollte aber einen anderen Punkt sagen. Was wissen wir denn eigentlich aus der Geschichte? Und ich glaube, das war ja auch Ihre erste Frage, ging so ein bisschen in die Richtung. Was können wir denn sagen, was sich verändert hat? Und ich glaube, es sind zwei Dinge, die wir aus diesen, Pocket erwähnt das auch, aus diesen langfristigen Betrachtungen makrohistorischer Art rausziehen können. Das eine ist in der Tat, dass sich in westlichen Industrieländern in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts der Finanzsektor in einem Maße gewachsen ist, wie wir es vorher noch nicht hatten. Und das finden Sie anhand vieler Indikatoren, das können Sie sich angucken im sozusagen Umfang der intermediierten Finanztitel, Sie können sich das bei den BIP-Anteilen angucken, bei den Einkommen und Profiten, die erzielt werden. Da ist irgendwo ein struktureller Bruch, der im letzten Drittel des 20. Jahrhunderts stattgefunden hat. Wenn man da genauer hinguckt, findet man, dass es, ja, muss man von Land zu Land unterscheiden, aber man findet, dass es relativ viel mit Pensionssystemen zu tun hat. Ja, dort, wo Pensionssysteme, ich sag mal, privatisiert wurden, wo sozusagen auf Eigenvorsorge umgestellt wurde, ist der Finanzsektor extrem stark gewachsen, weil einfach die intermediierten oder die verwalteten Assets, die Vermögensanteile sehr stark gestiegen sind. Und der zweite Haupttreiber waren Immobilienkreditvergabe an private Haushalte. Das sind sozusagen die beiden großen Trends, die am Ende des 20. Jahrhunderts, im letzten Drittel des 20. Jahrhunderts, dieses enorme Wachstum des Finanzsektors ausmachen. Man kann das natürlich, Globalisierung spielt auch noch rein, aber letztlich, das sind sozusagen die beiden großen Anteile. Zweite Sache, die relativ klar aus diesem, ja doch so ein einfacher Blick auf die Daten kommt, ist, dass Krisen in der Regel auf Perioden erhöhten Kreditwachstums folgen. Und das ist auch eine ganz einfache Einsicht, die ist nicht besonders kompliziert, aber die finden Sie ganz deutlich in den Daten. Krisen sind in der Regel sozusagen Kreditbooms, die bust gehen. Ja, und das ist etwas, worüber man zumindest aus Sicht, sozusagen Zentralbanksicht oder aus Sicht der Wirtschaftspolitik nachdenken kann, wenn nicht sollte, in dem Sinne, dass schon Abweichungen des Kreditwachstums, sie sind nicht alle schlecht und man muss da nicht automatisch irgendwie misstrauisch werden. Es gibt sicherlich auch gute Kreditbooms, die produktivitätssteigernd sind etc. Aber da ist in der Regel, passiert da etwas, das Risiken der Finanzstabilität erhöht. Und ich glaube, dann ist man auch schon an einem Punkt, viel mehr wissen wir, glaube ich, noch nicht. Krisenursachen können ganz verschieden sein, die können von Erdbeben zu Tulpen zu... Gut, Immobilien sind besonders Krisen, sind besonders sozusagen Verschuldungs- oder Kreditzyklen anfällig. Aber da kann ganz viel passieren. Das kann der Aktienmarkt sein.
Wir hatten Krisen unterm Goldstandard, wir hatten Krisen mit hohen Eigenkapitalanforderungen, mit niedrigen Eigenkapitalanforderungen, was nicht heißt, dass es nicht sozusagen ceteris paribus höhere Eigenkapitalanforderungen das System stabiler machen. Wir hatten Krisen mit flexiblen Wechselkursen, mit fixen Wechselkursen, mit hohem Maß an internationaler Wirtschaftsintegration, mit niedrigem Maß. Also die, ich glaube, dann ist man relativ schnell wieder bei dem Zoo, den Herr Helwig ansprach. Da muss man dann sehr viel genauer gucken. Okay. Starte ich mal einen neuen Versuch. Also wir sind uns nicht ganz einig geworden, was Geld ist oder was Banken sind, aber es scheint eine gewisse Einigkeit zu herrschen, dass das Finanzsystem irgendwie zu groß geworden ist. Das ist ja auch das, was, glaube ich, eine Menge Leute finden. Also zum Beispiel auch mein Chefredakteur, der ist auch der Meinung. Der hat immer gern diese Bällchen, wo man sieht, wie groß der Derivatemarkt ist und wie groß der Aktienmarkt und wie groß dann aber nur das BIP so klein. Ist da was dran? Ist das irgendwie, sind die Finanzmärkte einfach zu groß geworden in den letzten Jahrzehnten? Also ich würde auf den Punkt von zu dem Punkt von Herrn Schularik, Wachstum im letzten Drittel des Jahrhunderts, vielleicht erst ergänzen. Es gibt diese Untersuchungen von Philippon und Co-Autoren an der New York University, der zeigt, dass bis 34, wohlgemerkt 34 und nicht 29, verschiedene Maßgrößen für die Rolle des Finanzsektors, auch Gehälter im Finanzsektor, also was in den USA ziemlich hoch waren, dann gingen sie runter und ab den 80er Jahren gehen sie wieder hoch und zwar deutlich über das Niveau von 34 hinaus. Und dann geben sie zwei Interpretationen und das Dumme ist, zwei ist so gut wie null. Das eine ist Regulierung, Deregulierung, also Regulierung 34, Deregulierung in den 80er Jahren. Das andere ist General Purpose Technologies, also allgemein verwendbare Technologien, Elektrifizierung in den 20er Jahren, Computer und Internet in den 80er und 90er Jahren mit der Aussage, und die Einführung dieser Technologien erforderte eine Reorganisation der Wirtschaft. Je nachdem, welche dieser beiden Erklärungen ich nehme, ist die Antwort auf Ihre Frage möglicherweise unterschiedlich. Denn für die Reorganisation braucht man natürlich Banker. Es gibt zwei Argumente, die in die Richtung gehen, es gibt zu viel davon. Das eine, ein Teil der Reorganisation hat auch mit Umverteilung zu tun. Und wenn man sich anguckt, die Kursgewinne, die Börsengewinne im Zuge von Fusionen werden teilweise gerechtfertigt durch die Verbesserungen in Umverteilung durch das fusionierte Unternehmen. Das bekannteste Beispiel historisch ist die Gründung von United States Steel im Jahre 1900. Die haben hinterher 60 Jahre lang Monopolrenten verdient. Eine Bankgebühr, die dazu dient, das zu ermöglichen, ist nicht unbedingt ein Beitrag zur Produktivität. Das zweite Argument, Derivate. Wir brauchen natürlich Derivate für die bessere Risikoabsicherung. Aber brauchen wir die ganze Exotik, alles das, was über Plain Vanilla, wie das so schön heißt, hinausgeht? Oder hat das was damit zu tun, dass wir es hier mit einer Technologie zu tun haben, in der ich sehr hohe fixe Kosten habe, nämlich die Gehälter von den Köpfen, die das Zeugs entwickeln, sehr geringe variable Kosten, also eine Null an den Kontrakt dran zu schreiben, kostet mich nichts, sehr stark scalable, im Unterschied zur Kreditvergabe übrigens, und dass es relativ leicht zu imitieren ist. Das heißt, wenn eine Bank ein neues Produkt entwickelt, macht sie eine gewisse Zeit lang ihre Margen darauf, dann haben die anderen das imitieren, und dann muss sie sehen, dass sie diese fixen Kosten, die sie da sitzen hat, nämlich die Leute, die sich das ausdenken, neue Margen verdienen lässt. Da ist also, glaube ich, ein Zwang zu einer auch Überinnovation in das System eingebaut. Und die Stadtkämmerer, denen viele von diesen Dingen verkauft worden sind, können ein Lied davon singen. Würden Sie da zustimmen, Herr Mayer?
Also ich würde zustimmen, jetzt muss ich aufpassen, dass mich Herr Hellwig nicht wieder der Unwissenschaftlichkeit und der Sprechblasen zeiht. Ich würde zustimmen, dass der Finanzsektor zu groß geworden ist. Das hat aber auch damit zu tun, was in den 80er, 90er und den 2000er Jahren dann passierte. Wir hatten ja zunächst mal, darf man ja auch nicht vergessen, in den USA, in Großbritannien eine Deregulierung der Wirtschaft. Damit meine ich jetzt noch nicht den Finanzsektor. Das hat neue Investitionen angestoßen. Und dann kommt die Rolle des Finanzsektors, so wie ich ihn sehe. Der Finanzsektor und die Banken insbesondere als die Agenten, wenn Sie so wollen, der wirtschaftlichen Expansion. Das Schöne ist ja in unserem Finanzsystem, Sie können eine Investition finanzieren, ohne dass irgendjemand vorher gespart hat. Sie können einfach zur Bank gehen und sagen, ich habe hier dieses Geschäftsmodell, gib mir einen Kredit und dann schreibt, und jetzt komme ich wieder darauf zurück, und dann schreibt die Bank mir das Geld auf dem Girokonto gut und schon lege ich los, gehe zum Baumarkt oder was immer und tätige meine Investition. Also das war schon mal ein Anschub. Da gab es neue Ideen, die man nach vorne bringen wollte und die Banken lieferten das Geld. Ob dann hinterher die Ersparnis mit den Investitionen ex post, wie wir das gelernt haben, wie ich es gelernt habe in meinen Makro-1-Vorlesungen, ob S gleich I dann ist hinterher, das wird man dann noch sehen. Ja, das stellt sich dann erst später raus und wenn es nicht passt, gibt es eine Finanzkrise. Und dann, denke ich, hatten wir auch im Zuge dieser Entwicklung die Internationalisierung. Das heißt, der Bankensektor war auch damit beschäftigt, Kapital um die Welt zu schicken. Da half natürlich auch die Information- und Kommunikationstechnologie. Und manchmal sagen die Leute von der Realwirtschaft, ihr aus den Banken, ihr habt ihr das alles verzockt. Wenn wir allein gewesen wären, dann hätte das alles gut geklappt. Und dann muss ich Ihnen halt immer erwidern, Leute, wir haben den Kunden das Geld gegeben, dass die bei euch die Produkte einkaufen konnten. Also zuerst musste mal jemand Home Equity Loans erfinden, sodass der amerikanische Eigenheimbesitzer dann das Geld rausziehen konnte und einen BMW kaufen. Also ich glaube, da hat sich sehr viel in dieser Beziehung, also Globalisierung, technischer Fortschritt, da waren die Banken animiert, sage ich mal. Und dann hat das System durchaus eine Eigendynamik entwickelt. Und da kommt auch meines Erachtens die Wirtschaftswissenschaft rein. Denn die Verwissenschaftlichung der modernen Finanztheorie, also die Fähigkeit der modernen Finanztheorie, die vermeintliche Fähigkeit der modernen Finanztheorie, Risiken exakt quantifizieren zu können. Die ganzen Risikosteuerungsmodelle, die haben halt dazu geführt, das ist eine persönliche Beobachtung, dass das System total auf Kante gefahren wurde. Ich habe das in einer großen amerikanischen Investmentbank erlebt, wie die von Fisher Black und Bob Littermann entwickelten Modelle sozusagen Quartal für Quartal das Gefühl des Managements erhöht zu haben, genau zu wissen, was vor sich geht. Am Anfang hatten wir einen Monat ein Risk-Meeting und hatten uns die Positionen angeschaut nach dem modifizierten Value-at-Risk-Modell. Dann mit steigender Computerkapazität war das jede Woche, dann jeden Tag, am Schluss war es Real-Time. Und dann fuhren sie das Ding einfach auf Kante. Das System spiegelte ihnen eine wahnsinnige Sicherheit vor und dann fuhren sie das Ganze hoch. Also es war nicht nur die Gier oder die Produktionskosten, es war auch dieses Gefühl, man hat eine Technologie, mit der kann man jetzt um die ganze Welt Kapital jagen und riesige realwirtschaftliche Ungleichgewichte, Leistungsbilanzungleichgewichte finanzieren. Ein kurzes Wort noch aus der historischen Perspektive zur Größe des Finanzsektors. Die Frage natürlich, es ist unstrittig, dass die Einkommen, Löhne, Profite im Finanzsektor sehr stark gestiegen sind. Die Frage, die Herr Helwig ja auch ansprach, ist, sind es sozusagen Renten oder ist es Produktivität? Und ein Hinweis, ohne jetzt das sozusagen genau beweisen zu können, aber man kann, wenn man sich vorstellt, der Finanzsektor wird bezahlt für die Finanzintermediation, die er leistet. Das heißt, die Einkommen und die Löhne, die wir den Bankern geben, das sind sozusagen die Kosten, die allen anderen, die nicht finanziellen Sektoren, den Haushalten und Unternehmen entstehen, für die Dienstleistung der Finanzintermediation. Und wenn jetzt diese Kosten für die Realwirtschaft von 3% im Jahr 1960 auf 9% des BIP heute gestiegen sind, dann ist die Frage, glaube ich, legitim, Was haben wir dafür bekommen? Und warum sind die Kosten so stark gestiegen? Warum muss der Realsektor immer höhere, sagen wir, Tribute an den, oder das heißt, Abgaben an den Finanzsektor zahlen für diese Intermediationstätigkeit?
Und wenn man sich dann so etwas, es kommt auch aus dem, auf dem Papier von Thomas Philippon, wenn man sich dann so etwas wie die Stückkosten der Finanzintermediation anguckt, also gucken wir uns einfach alle ausstehenden Finanztitel an, also was hat es wirklich der Finanzsektor produziert und wie viel zahlen wir ihm für diese Produktion, für diese Intermediationstätigkeit, dann findet man, und das ist etwas verwirrend oder perplex auf den ersten Blick, dass die Stückkosten der Finanzintermediation in der Tat gestiegen sind. Also für jeden sozusagen intermediierten Euro zahlen wir heute einen größeren Teil an den Finanzsektor als früher. Und das ist deshalb so ein bisschen irritierend, weil man eigentlich sagen würde, dass mit dem Computer und der Informationstechnologie dieses Kerngeschäft des Finanzmarkts, nämlich Informationsbereitstellung, Informationsverarbeitung, Monitoring etc., doch also Common Sense-mäßig sehr, sehr, sehr viel billiger geworden. Insofern ist nicht, ja, also vielleicht das so als Kommentar mal. Also vielleicht ist da die ja, aus praktischer okay. Sicht einfach reinsteigen. Hm. Sie beschreiben Intermediation und in der Mediation, da sind die Kosten implodiert. Sie müssen sich nur mal die Spreads anschauen, die zwischen Geld- und Briefkosten bei den Aktien steht. Sie müssen mal anschauen, inwieweit eine Bank noch über Aktienhandel, also Handel mit den Kunden, Geld, Brief, nicht Eigenhandel, Geld machen kann. Es ist verschwunden, es ist durch die Technologie weg. Insofern ist dieses Ergebnis beinhaltet etwas anderes. Es beinhaltet eben nicht die Intermediation, sondern es beinhaltet, ich komme darauf zurück, es beinhaltet auf die Fähigkeit der Banken eben doch, sorry, über die Kreditvergabe sich Senior-Rich anzueignen. Also Kreditgabe, Geldschöpfung, ein Teil der Senior-Rich bleibt bei den Banken hängen. Es kann nicht aus der Intermediation kommen, denn die Margen sind rasiermesserdünn. Da sind wir quasi bei der Frage, welchen volkswirtschaftlichen Nutzen hat der Banken oder weiter formuliert der Finanzsektor eigentlich? Also wir hatten ja vorher schon die Parallele mit den Atomkraftwerken. Da kann man sich natürlich fragen, ist ja schön, dass die Atomkraftwerke relativ preiswert Strom erzeugen, aber die Risiken sind uns zu groß und wir bauen lieber Windräder. Ist zwar auch nicht billig, aber da haben wir wenigstens nicht das Risiko, dass uns irgendwie das halbe Land unbewohnbar wird. Herr Volkert, das sollte man sozusagen aus im Grunde aus Vorsicht und Vernunft sozusagen sagen, der Finanzsektor muss kleiner werden, auch wenn wir nicht genau wissen, ob er wirklich sich falsch entwickelt? Ja, zunächst mal scheint mir die Seniorage, obwohl das ist komisch, wenn ich das sage, scheint die nicht zu langen, dass Banken auf, sagen wir mal, Boring Banking Activities darüber genügend Geld verdienen. Früher war das so, dass man gewisse durch Zoning Laws und so weiter bedingt, also höhere Zugangsbarrieren, dass man dadurch das elementare Kernbankengeschäft Geld verdienen konnte. Heute ist das sehr, sehr schwierig geworden. Einerseits gut, ja, andererseits schlecht, weil man dann in riskante Aktivitäten ausweichen muss, um da überhaupt über die Runden zu kommen. Das ist der eine Punkt. Wenn wir jetzt, wir scheinen ja, wir wissen nicht genau, was Geld ist, aber wir scheinen ja das Gefühl zu haben, alle drei oder alle vier, das waren ihre Bällchen, dass es hier eine gewisse Überschuldung zu geben scheint, nicht? Um das mal in dem Begriff zu kondensieren. Ich meine, im Euroraum ist es die Bruttoverschuldung insgesamt so ungefähr bei 500%. Bei dem Musterland Irland, wo man sagt, die sind über dem Berg, sind es 1300%. Das ist natürlich lachhaft zu sagen, dass sie über dem Berg sind. So, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass eine Überschuldung und Finanzialisierung als dessen Ausdruck diese Überschuldung sich eben bekundet, dass das reduziert werden muss, ist die Frage, wie macht man das? Früher war das so, Schumpeter, nicht? Sie hatten ihn ja schon mal erwähnt, Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung, da bildet sich eine Blase und aus dem großen Luftballon lässt man Luft raus. So, dann haben wir die Weltwirtschaftskrisenerfahrung gehabt, was ist die Politik der letzten 40 Jahre? Eine Superblase, man lässt die Luft nicht raus, man pumpt so viel rein, dass der Luftballon auf keinen Fall kleiner wird. Dazu gehört die heute Morgen segensreich beschriebene Politik der EZB, die ich etwas kritischer beurteile, aber davon ganz abgesehen. Frage also, wie kann eine relevante Entschuldung passieren? Und da gibt es nur zwei Möglichkeiten. Da gibt es entweder die Reichensteuer, das heißt die Geldvermögensbesitzer, denen wird was abgenommen, denn nur so kann ich die Gegenseite praktisch reduzieren, die Verschuldungsseite. Das ist die eine Möglichkeit und Schuldenschnitte auf der anderen Seite. Wenn man sich jetzt sagt, warum wird das nicht gemacht, es wäre ja eigentlich marktwirtschaftlich, wurde uns erzählt in der Finanzkrise, Kernschmelzengefahr. Woran liegt das? Zwei Beispiele nur, Megabanks, ja? Megabanks too big to fail.
wenn das der Fall ist, dann kann ich mit Greenspan nur sagen, when they are too big to fail, they are too big. Da muss ich sie schrumpfen. Als primitiver Marktwirtschaftler, der das irgendwann in der Einführungsvorlesung mal gelernt hat, würde ich dann wettbewerbstheoretisch sagen, da muss ich die Großbanken schrumpfen. Genauso wie AT&T von Ronald Reagan in den 80er Jahren auf die Babybells reduziert wurde, würde ich dann zum Beispiel die Deutsche Bank eben schrumpfen. Ja? Ganz einfach. Das ist ein ganz einfaches Rezept. Gibt es Gegenargumente, ist mir schon klar. Nur, wenn ich praktisch diese implizite Staatsgarantie und den Moral Hazard, der damit verbunden ist, wenn ich das vermeiden will, dann führt meiner Meinung nach überhaupt keinen Weg dran vorbei. Denn durch sowas wie eine Bankenabgabe kriegen sie nie genug Geld und über eine Haftungskaskade, die eh in Frage stellt, mit 8% oder so, Herr Hellwig hat es ja angedeutet, da werden letztlich die Gläubiger, die werden nie voll zur Rechenschaft gezogen, solange wir diese Großbanken haben. Zweites Beispiel, Interconnectedness, nur als zweites, ja. Wenn wir sagen, das ist ja immer das Gegenargument, too big to fail, ja, aber es gibt doch auch die Interconnectedness. Das ist noch lange kein Argument gegen eine Zerschlagung der Großbanken. Ja? Das heißt nur, dass wir auch auf einer anderen Ebene noch zuschlagen müssen, und zwar, dass zum Beispiel Banken keine Fonds haben, dass VW zum Beispiel keine Bank hat. Irgendwie ging es bei der Präsentation am Anfang ja auch ohne. All solche Dinge, ja. Das heißt, dass zum Beispiel eine Versicherung keine Banklizenz hat und. Das heißt, wir müssen im Grunde ein sehr, sehr konsequentes, meiner Meinung nach radikales, Herr Hellwig hat sich ja dagegen ausgesprochen, Trennbankensystem einführen, alleine aus dem Argument, dass diese Interconnectedness unterbrochen wird. Wir brauchen hier Unterbrecher und das erreichen wir nur, indem wir dieses funktionale Zusammenschieben der Geldhäuser, dass wir das wieder auseinanderziehen. Das hat ja in früheren Jahrzehnten auch geklappt und die Wachstumsraten waren höher und die Mittelschicht hat sich gefreut. Jetzt kann man sagen, ja, back to the past ist ja nur keine Politik, es soll nur gesagt sein, es ging ja mal. Tja, ja, Herr Mayer, ich hätte mich jetzt nicht getraut, Sie nach der Zerschlagung der Deutschen Bank zu fragen, aber wenn Sie selber wollen, nur zu. Jetzt kann er ja. Ich rede für mich selber, nicht für die Deutsche Bank. Ja, ist klar. Ich stimme so in gewissen Bereichen stimme ich Herrn Polger da durchaus zu. Um was es uns gehen sollte, wäre, dass wir in diesen Finanzsektor wieder unternehmerischen Gewinn mit unternehmerischem Risiko verbinden. Das ist meines Erachtens das Hauptziel. Und ich bin deshalb eher der Meinung, dass wir Scheitern und Bankrotte möglich machen sollten, als sehr viel Kapital aufwenden, um es zu verhindern. So hatte ich Herrn Hellwigs Buch gelesen. Ich bin der Meinung, wir müssen das Scheitern von Banken möglich machen und wir müssen es den Banken überlassen, selbst ihr Geschäftsmodell zu finden und nicht auf die staatlichen Weisheiten vertrauen, die das machen. Da unterscheide ich mich wahrscheinlich sowohl von Herrn Peukert als auch von Herrn Hellwig. Und die Idee mit dem Vollgeld, das Herr Huber heute Morgen angesprochen hat, hat aus meiner Sicht die Attraktion, dass Sie eher die Möglichkeit haben, Scheitern möglich zu machen. Denn Sie haben dann, wenn Sie das Vollgeld haben, ich gehe zurück auf die Zeit nach der Lehmannskrise, Sie haben dann ein sicheres Asset, ja, nämlich ein Zentralbankgeld, das Sie sozusagen nicht nur als Bargeld in der Hand halten. Sie haben ein sicheres Asset. Und wenn Sie ein sicheres Asset haben, ist der Zahlungsverkehr da und es ist sozusagen die letzte Verteidigungslinie der Wertaufbewahrung da. Und dann können wir alle anderen Dinge eher scheitern lassen. Insofern zur Schlagung der Deutschen Bank. Ich bin durchaus dafür, dass die Banken, und da schließe ich die Deutsche Bank mit ein, dass die einen Living Will den Aufsichtsbehörden vorlegen soll, in der sie nachweist, wie sie sich in einer Krise zerlegt. Ich denke ja. Ich denke ja. Und wenn sie das nicht kann, dann können wir über das Downsizing reden. Also mir geht es darum, das Scheitern möglich zu machen und nicht darum, durch Bürokratie den Finanzsektor zu regulieren. Jetzt gebe ich Ihnen nochmal die Gelegenheit und danach würde ich auch gerne Fragen aus dem Publikum zulassen. Also überlegen Sie sich schon mal was. Ich dürfe gerne schon die Hand hochnehmen. Bitte. Also zum einen die Aussage, dass man mit einfacher Intermediation kein Geld mehr verdienen kann, die ist falsch. Die Sparkassen, die im Detailgeschäft Einlagen nehmen und Kredite vergeben, sind der profitabelste, eigentlich der einzig profitable Teil. Gerade die gehen ja jetzt, also wirklich, wirklich in die. Also die letzten vier Wochen haben wir doch eine Debatte drüber. Ja.
trotzdem, wenn Sie sich die Entwicklung angucken über die letzten 20, 30 Jahre, in dem Bereich ganz normale Großvaterbankgeschäft, die es konnten, waren erfolgreich. Dass die Großbanken, die sich auf dieses Geschäft nicht verstanden, da sich eine blutige Nase geholt haben, das hatte andere Gründe. Jetzt zum Thema Trennbanken. Wir sollten überhaupt mit dem Wort Banken etwas vorsichtiger sein. Wenn wir das für Deutschland betrachten, was haben wir denn? Wir haben im Retail bei Sparkassen und Genossen eine bisher zumindest vergleichsweise stabile Situation. Im Wholesale bei den öffentlichen Banken und den Genossen die Risiken. Vor allem bei den öffentlichen Banken, Stichwort Landesbanken. Und wir haben eine Politik, die dieses System aufrechterhält. Ich meine, alles, was wir hier sagen, ist Makulatur, solange die Politik, und zwar ihre beider Wortmeldungen sind Makulatur, solange die Politik sagt, die Fähigkeit eines Ministerpräsidenten mit einem Telefonat ein paar Millionen zu bewegen, ohne ein Parlament fragen zu müssen, ist jeden Euro des Steuerzahlers wert. Und wir reden da nicht über kleine Institute, sondern über große Institute, die im Zweifel auch schon vom Thema Zerschlagung mit betroffen wären. Bei den wirklich großen Instituten, Deutsche Bank mit einer Bilanzsumme von 2 Billionen, Lehman Brothers hatte 800 Milliarden Dollar, Deutsche Bank 2 Billionen Euro. Mit systemrelevanten Töchtern in London und New York. Das ist nicht abzuwickeln. Ein Scheitern ist da nicht möglich. In dem Moment, wo das in eine Reorganisation geht, haben wir für jede rechtlich unabhängige Tochter in einem anderen Land eine andere Behörde. Und das heißt, die Unternehmensprozesse werden zerschlagen. Bei Lehman Brothers war es das Cash Management, das integriert war. Und als die englischen Behörden am Montagmorgen da reinkamen, war kein Cash da, weil das am Freitag nach Geschäftsschluss nach New York gegangen war. Wichtiger noch IT-Systeme, die gemeinsam entwickelt und genutzt werden. Wie sollen drei verschiedene Behörden, eine in Frankfurt, eine in London und eine in New York, die Dinge gemeinsam managen, die gemeinsam gemanagt werden muss. Also Herr Mayer, die Forderung, dass eine solche Institution dieser Größenordnung auch pleite gehen können muss, die ist einfach nicht glaubwürdig. Und die Forderung führt letztlich dazu, das entspricht dann der Linie von Herrn Peuker, dass wir sagen müssen, das müssen wir zerschlagen. Zumindest derart, dass die Deutsche Bank keine unternehmerisch integrierten, aber rechtlich selbstständigen Einheiten in London und New York und in Asien haben darf. Und für die anderen würde dasselbe gelten. Da sind wir aber automatisch ziemlich weit in der Zerschlagungsdiskussion drin. Ja, aber Entschuldigung, ich meine, wo liegt denn dann der Unterschied, dass die Banken einen Plan aufstellen, wie man sie zerschlagen könnte? Wenn das nicht praktikabel ist, wieso ist es denn praktikabel, wenn man sie zerschlägt? Wenn Sie sich überlegen, wie viele Tochtergesellschaften die haben und wie verschachtelt das ist. Ja. Diese Pläne sind doch eine reine Schreibübung. Ja, aber dann wäre doch die Zerschlagung genauso problematisch, oder nicht? Ich habe ja auch nichts über das Für und Wider der Zerschlagung gesagt. Ich habe nur gesagt, dass die Forderung, man muss diese Banken pleite gehen lassen. Bei den mittelgroßen, Commerzbank oder HSH, Nordbank oder HRE, kann ich es mir vorstellen, weil da die ausländischen Töchter nicht ganz so systemrelevant sind. Aber bei den 20 bis 30 Banken des Kalibers Deutsche Bank, die wir weltweit haben, ist es Wunschdenken zu glauben, wir könnten die Pleite gehen lassen. Also da kommen wir jetzt... Das würde ich als Herausforderung an diese doch sehr kreativen, intelligenten Banker mal so stehen lassen. Und sie sollen diese Pläne aufstellen. Warum schließen sie das vorher aus? Woraus ziehen sie das Wissen, dass das nicht möglich ist?
Warum ist ein Chapter 11 für eine systemisch relevante Bank nicht möglich? Also ich würde sagen, das ist eine offene Frage. Ich wundere mich über Ihre Gewissheit. Wenn ich mir angucke, dass die deutsche Politik schon nicht bereit war, HRE pleite gehen zu lassen, obwohl man über deren Systemrelevanz sich im Nachhinein erhebliche Zweifel machen kann. Und dass die deutsche Politik einer der Hauptwarner war, zumindest bis Mitte des letzten Jahres, vor der Möglichkeit eines Bail-in im europäischen Kontext. Wir haben natürlich jenseits der sachlichen Gründe auch noch die ganz einfache Beobachtung, die ich in meinem Vortrag ins Zentrum gerückt habe, dass die Politik das gar nicht will. Genau, das ist die Frage an die Politik. Ja, noch kurz, Herr Polkert, und dann... Also ich dachte immer, zwischen Living Will und Chapter 11 ist ein Riesenunterschied. Nämlich Living Will heißt, dass man vorher schon weiß, wie man auf überkomplexen Märkten das dann genau abwickeln kann. Ja? Das glaube ich nicht. Vor allem, wenn die Bude brennt, ja, und dann sagen zuerst, tragen wir hier das Besteck raus und dann andere Sachen. Also weiß ich nicht, ob das so funktioniert. Das ist auch bei dieser Bankenunion-Idee, ja, mit der Abwicklung, das halte ich für vollkommen illusionär. Aber gut. Bei Chapter 11 ist ja nochmal eine ganz andere Geschichte. Da setzen sich in einem handlungsentlasteten Kontext die Gläubiger und die Schuldner zusammen und überlegen dann unter Einschluss aller Betroffenen, zum Beispiel auch der Einleger und so weiter, wie man das denn jetzt machen soll. Also das muss ein längeres Wochenende noch sein, als das der EU, wo es ja bis Mittwoch zu gehen scheint. Also insofern sehe ich da einen Unterschied zwischen diesen beiden. Naja. Gibt es denn Fragen aus dem Publikum? Ja, da wartet schon jemand ganz dringend. Ja, nein, dringend nicht, aber ich richte mich an Herrn Hellwig und ich verstehe das meiste, was Sie sagen. Ich habe auch mit Interesse Ihrem Vortrag zugehört und ich kann das allermeiste, was Sie sagen, da unterschreiben. Was ich nicht verstehe bei Ihnen, ist immer, wenn die Sprache kommt auf das Geldsystem, die Chiralgeldentstehung und Erzeugung, da werden Sie scheu. Und anstatt, dass Sie dann konkret über betriebliche und funktionale Abläufe im Zahlungsverkehr sprechen, fangen Sie dann an, wie soll ich mich ausdrücken, wissenschaftsphilosophisch sprachanalytische Betrachtungen anzustellen und solche Dinge. Ja. Also da kann ich nicht ganz folgen. Und Sie haben dann erwähnt als Beispiel die Kapitalanlagegesellschaften und insbesondere die Versicherungsgesellschaft, die sich also reingeritten hat mit diesem Übermaß an Credit Default Swaps. Und da muss ich sagen, dass sie etwas durcheinander bringen, nämlich die sekundäre Verwendung von bereits vorhandenen Giroguthaben oder auch Spareinlagen oder wie auch immer, die dann liquidiert werden zum Zweck der Kapitalanlage und die primäre Krediterzeugung im Bankensektor. Und das muss man schon sehr gut auseinanderhalten. Ich meine, ich musste daran auch denken bei dem Vortrag von Herrn Buche von Volkswagen. Es gibt selbstverständlich sehr große Geldvermögen und Kapitalbestände, die die Anlage suchen. Und dann kann man witzig sagen, da brauchen sie keine Banken mehr, nicht nur, weil sie selber eine haben, sondern auch, weil da auf dem Sekundärmarkt, also man kann eine Menge direkt über Börsen und so weiter sich finanzieren. Das ist ja zutreffend, das entbindet uns aber nicht von der grundlegenderen Frage, die Sie, Herr Hellwig, einfach irgendwie auszublenden scheinen. Woher kommt das Geld ursprünglich? Die ganzen Geldvermögen, die vorhanden sind und die liquidiert werden können, wenn man möchte, oder bei Fälligkeit, wie sind die ursprünglich einmal in diesen ganzen, auch globalen Kreislauf hineingekommen? Nicht? Die Frage muss man stellen. Und also ich meine, das Beispiel von dieser Versicherungsgesellschaft da mit den drei Buchstaben, das ist ja schon ein direkt primär Kreditgeschäft bezogene Pleite gewesen, weil die gedacht haben, also aufgrund irgendwelcher Berechnungen, sie können in gigantischen Mengen Primärkredit absichern und es hat sich herausgestellt, dass das nicht geht. Sie haben sich dann auch noch für mich unverständlich auf Tobin berufen. Er habe gesagt, also die Banken müssten die Kunden halten.
Ich weiß jetzt nicht, was Sie damit belegen wollten, aber die Aussage ist völlig zutreffend. Aber warum? Weil es ist nicht etwa, dass die Banken die Kunden bräuchten, um damit etwas zu finanzieren. Denn eine Einlage, wie Sie ja selber sagen, ist eine Verbindlichkeit der Bank, ist wenn man so will, eine Schuld in Zentralbankgeld oder eine Schuld in Bargeld. Und davon hat eine Bank keine liquiden Aktiva, nicht? Keine liquiden Assets. So. Der springende Punkt, warum, wie Tobin feststellte, Banken ihre Kunden halten müssen, ist die, wenn sie sich nicht halten würden, wenn sie den Banken es nicht gelingen würde, ihre Einleger zu halten, dann bekämen die betreffenden Banken wahrscheinlich sehr schnell ein Liquiditätsproblem. Nicht? Weil dann, wenn diese Guthaben und Kunden schnell oder mit der Zeit abwandern, und zwar warum ein Liquiditätsproblem, weil nur eine Bruchteilreserve vorhanden ist, und das kann auch mit der Banken und am Geldmarkt so schnell nicht ausgeglichen werden. Das ist der Punkt. Das heißt, Banken im engeren und eigentlichen Sinne brauchen die Einleger nicht, um etwas damit zu finanzieren, sondern diese Guthaben, das sind de facto, das sind stillgelegte Schuldverbindlichkeiten der Banken, die dem Bankensektor auf der anderen Seite erlauben, zusätzliche neue primäre Kreditausstellungen zum Kapitalmarktzins vorzunehmen. Das ist der eigentliche Zusammenhang. Und wie soll ich mal sagen, es ist im Sinne der von Ihnen sonst gemachten Ausführung, ich sehe nicht, warum Sie sich so sehr dagegen sträuben, denn das widerspricht Ihren sonstigen Ausführungen ja doch in keiner Weise. Ja, wir sind direkt angesprochen. Woher kommt Geld? Die grundlegende Frage, woher kommt Geld? Gemeint war das gesamte Geldvermögen. Da unterstellen Sie, das ist eine Einheit. Ich würde sagen, das sind sehr viele verschiedene Dinge. Und bereits die Zusammenfassung als eine Einheit wirft die Frage auf, was Sie eigentlich mit funktionalen Abläufen meinen. Man muss die funktionalen Abläufe für die verschiedenen Titel, die die Leute halten, jeweils getrennt untersuchen und das im Systemzusammenhang dann zusammenbringen. Berufung auf Tobin. Tobin kritisiert die Aussage der Giralgeldschöpfungstheorie, das Banksystem kann die Geldmenge, die es schöpft, sei es individuell, sei es im Aggregat, bestimmen. Und diese Aussage ist seines Erachtens falsch. Ich teile diese Einschätzung. Analytisch ist das Problem, wie schafft die Bank und was ist jetzt der Marktzusammenhang, der institutionelle Zusammenhang und gesamtwirtschaftliche Zusammenhang? Wie schafft es die Bank und wie schaffen die Banken es, die Dinge, die sie finanzieren, auch über das Einwerben von Mitteln, ganz gleich welcher Art, eigene Einlagen in der Bankenmarkt und ähnliches, sicherzustellen. Ein ganz kritischer Punkt in diesem Zusammenhang ist der, dass wir eine Reihe von Instituten haben, die bankähnliche Produkte anbieten. Geldmarktfonds sind nur das extreme Beispiel, die uns die Möglichkeit zeigen, dass man mit kleinen Abwandlungen von dem, was eine Bank macht, das beinahe substituieren kann. Wenn man jetzt die Frage stellt, kann man den Banken die Giralgeldschöpfung verbieten? Eine Möglichkeit wäre natürlich, man integriert sie alle in die Zentralbank. Erübrigt sich die weitere Diskussion. Mir ist nicht klar, dass die Zentralbank wirklich
die Details des Zahlungsverkehrs und all sowas, was an dem Einlagengeschäft noch dranhängt, so effizient managen würde, wie private Banken das können. Zweite Möglichkeit, wir zwingen die Banken, 100% Staatspapiere, wenn nicht sogar Bargeld zu halten. Da bin ich bei dem Portugal oder dem Italien der 70er oder 80er Jahre. Es waren nicht 100%, sondern im Endeffekt 30-40%. Aber die finanzielle Repression in diesen Ländern hat einen maßgeblichen Beitrag zur Wachstumsschwäche dieser Länder geleistet. Wenn diese Institute nicht funktionieren, aufgrund der Anlagevorschriften, wird es Ersatzinstitute geben, Stichwort Geldmarktfonds, und die werden schneller in immer neuerer Variation auftreten und kreiert werden, als wir sie durch Regulierung wieder an die Kandare nehmen können. Sie werden Dinge anbieten, ganz spontan, die zum Zahlungsverkehr gehören. Ich meine, wir müssen ja die Frage stellen, was heißt eigentlich Zahlungsverkehr heutzutage? Kreditkarten? Elektronische Überweisungen? Da kommt alles Mögliche mit rein. Und ich sehe einfach nicht, wie wir es schaffen sollten, sozusagen die privatwirtschaftliche Organisation dieser Aktivitäten auf ein Geschäftsmodell zu fixieren, was sie zwingt, überschüssige Mittel nur in Staatspapiere zu investieren. Da kommt sofort die regulatorische Arbitrage und verhindert das. Und dann haben wir das Problem der Systeminstabilität nur verlagert. Ich meine, heute redet man in den USA über die Instabilität der Geldmarktfonds. Das ist doch genau ein Beispiel für das Problem. Insofern glaube ich, dass das ganz einfach nicht geht. Herr Asperger, folgende Frage. Ich habe mich die ganze Zeit schon gefragt, ob der Gegensatz zwischen Herrn Hellwig und Herrn Mayer wirklich so groß ist, wie er erscheint. Und ich habe mich erinnert an die eigene Zeit in einer Geschäftsbank, und da waren wir uns eigentlich immer im Klaren, wenn wir aktiver-passiver Steuerung betrieben haben, dass mit Krediten auch Einlagen entstehen können. Ich glaube, so weit sollte Einigkeit existieren. Ob wir das die Einlagen jetzt Geld nennen, das will ich mal gar nicht diskutieren, aber das ist der übliche Weg. Das ist die eine Seite. Aber die zweite Seite ist, dass ich mich an kaum eine Situation erinnern kann in der Geschäftsbank, dass das Verhalten dieser Bank getrieben worden sei durch das Ziel, Geld zu schöpfen. Das heißt, also die aktiva und die passiva Steuerung gehörten zusammen. Man musste überlegen, konnte man den Kredit geben, wie sind die Risiken, wie ist das Eigenkapital und so weiter. Also was ich sagen will, also diese beiden Aussagen, die jetzt so gegeneinander stehen, sind vielleicht doch vereinbar, indem man einräumt, durch Kredite entstehen Einlagen, aber das Verhalten der Banken selbst ist durch ganz andere Faktoren, also meines Erachtens primär zu erklären. Und ich denke, Herr Helwig, das sind Ihre Ansätze, die ein ganzes Bouquet haben, also von Ursachen für eine bestimmte Verhaltensweise von Banken. Insofern verstehe ich eigentlich gar nicht, warum es so stark aufeinandergegangen ist. Danke sehr. Ja. D'accord, Herr Remsberger, da habe ich kein Problem mit. Mein Punkt war ja nicht zu sagen, die Motivation der Banken ist, Geld zu produzieren, da haben sie ja nichts davon, sondern die Motivation der Banken ist, Kredite zu vergeben. Und dann, so habe ich das nämlich auch erlebt wie Sie, und dadurch entstehen dann die Einlagen. Und dann ist die Frage, was passiert mit den Einlagen? Ich glaube, wo wir uns da unterscheiden, ist, dass Herr Hellwig sagt, da gibt es eine enge Definition von Bankeinlagen, das ist Geld, und dann gibt es noch weitere Dinge, die entwickeln sich daraus, die sind alle geldähnlich und die können wir nicht in ein Vollgeldsystem einbauen, und deshalb ist dieses System nicht machbar. So habe ich Sie zumindest verstanden. Und dann sagen Sie, dann bleiben wir doch lieber im alten System mit der teilgedeckten Reservehaltung, und da investieren wir so viel Kapital,
also durch die höhere Eigenkapitaldecke, dass dieses System sicherer wird. So habe ich ihn verstanden. Aber die Motivation ist klar, aus meiner Sicht. Da habe ich keine Probleme mit Ihnen. Herr Hellwig, jetzt müssen Sie nur noch sagen, dass Sie auch d'accord sind. Dann bitte? Jetzt müssen Sie nur noch sagen, dass Sie auch d'accord sind, dann hätten wir dieses... Also, das ist gut gelöst. Es gab eine Zeit, da hielt ich dieses Thema für unser Buch für ziemlich irrelevant und deshalb ist die Diskussion dieses Themas in eine Fußnote zu Kapitel 10 gewandert und nicht groß ausgebreitet worden. Meines Erachtens ist das Verhalten der Bank im Management von Aktiva und Passiva insgesamt das eigentlich Maßgebliche. Wenn ich mir die Bilanz der Deutschen Bank angucke, Ende 2012 bei über 2 Billionen, unter 700 Milliarden an Einlagen und der Rest waren Wholesale und Derivate und unter 400 Milliarden an Unternehmenskrediten, übrigens weniger als die Einlagen, und der Rest war auch alles im Handelsbuch. Also, wenn wir hier über das traditionelle Modell der Bank reden, das ist nicht eine von den 25 großen Finanzinstituten, die für die Weltwirtschaft gefährlich sind. Aber Herr Hellwig, Sie stimmen uns mir ja zu, dass wir das Gesamtsystem betrachten müssen. Wir können ja nicht eine einzelne Bank herauspicken, die womöglicherweise noch Investmentbanking-Geschäft auf der Bilanz hat und dann die stellvertretend hier für das Gesamtsystem heranziehen, sondern wir müssen das Gesamtsystem anschauen. Und da denke ich, ist die Frage, wie definieren wir Geld? Da haben ja auch die Statistiker jede Menge Probleme damit gehabt. Welche M's nehmen wir? M1, M2, M3? Gut, ja, das sind Fragen, denen man nachgehen kann. Was sind Geldsubstitute? Aber über die eigentliche Geldschöpfung und wie sich daraus denn Geldsubstitute entwickeln, da würde ich schon Herrn Remsberger zustimmen. Das geht mal über Kredit, dann gibt es Einlagen und jetzt kommen die Geldsubstitute rein. Und dann weitet sich das System aus wie so ein Ölfleck. Also die Formulierung von der Giralgeldschöpfung ist meines Erachtens, sagen wir, vergleichbar der Formulierung von der Presse als einer vierten Gewalt. Sie ist nützlich, um bestimmte Zusammenhänge zu verstehen. Und der monetäre Makroökonom sollte wissen, dass nicht die Geldbasis, sondern M57 oder was auch immer dann das richtige Aggregat ist, relevant ist für das Inflationspotenzial. Etwas, was die Bundesbank inzwischen verlernt hat. Aber ich würde die Formulierung und die Presse ist eine vierte Gewalt im Staat nicht für irgendwelche juristischen Diskussionen verwenden wollen. Und genauso würde ich die These über die Giralgeldschöpfung der Banken nicht als Grundlage für die Bankenregulierung machen wollen. Da liegt mir daran, im Wesentlichen für Haftung zu sorgen und das ist mit der Hauptgrund, warum wir für mehr Eigenkapital sind. So, jetzt haben noch zwei Zuhörer ein Mikrofon in der Hand, die beiden nehme ich noch dran, Entschuldigung, in der Mitte, mit der Bitte um kurze frageförmige Fragen. Der Herr hier vorne und die Dame. Jetzt war die Frage, was Geld ist. Für mich ist es ganz einfach. Geld ist etwas, womit man bezahlen kann. Punkt. Das ist normalerweise Zentralbankgeld. In Zeiten des Optimismus sind die Leute auch zufrieden, wenn sie eine Überweisung über das Konto der Deutschen Bank machen können oder der Sparkasse. Sobald Angst auftritt, will man wieder Zentralbankgeld. In so einer Situation wird die Zentralbank genötigt, ihre Bilanzsumme zu verdreifachen, damit es nicht zu Panik kommt. Aber normal ist Geld etwas, womit ich bezahlen kann. Und wenn die Leute nicht optimistisch sind, ist es Zentralbankgeld. Was ist Kredit? Kredit ist das Versprechen, Geld zukünftig irgendwann mal zu liefern, zu einem festgesetzten Zeitpunkt. Jetzt muss dieses Verhältnis von Kredit zu Zentralbankgeld in einem gewissen Verhältnis sein. Sowohl hinsichtlich der Höhe als auch hinsichtlich der Fälligkeiten. Wenn das nicht der Fall ist, gibt es Probleme. Da sollte man drüber nachdenken. Dann okay. Das nächste Problem, die Eigenkapitalquote. Es gab mal eine Zeit, da waren in den USA Eigenkapitalquoten von 50% angesagt. Wie 50% der Bilanzsumme. Wir haben hier in Europa im Augenblick 2-4% der Bilanzsumme. In den USA haben wir 8-10% der Bilanzsumme. Aus welchen Gründen ist das in den USA im Augenblick mehr als doppelt so viel als in Europa? Ist da weniger riskant oder ist hier mehr riskant? Sollte okay. Man auch mal drüber nachdenken. Okay, vielen Dank. Ja. Jetzt noch die Dame hier vorne, bitte. Ja, ich halte jetzt auch ein Co-Referat. Nein, Scherz.
Eine Frage an die Herren, damit ich was Praktisches mit nach Hause nehme. Wenn Sie das Angebot bekämen, grüne Wiese-Ansatz, Sie dürfen jetzt eine schlagkräftige Maßnahme anbieten, um die Finanzmärkte zu regulieren. Aber eben nur eine Maßnahme, nicht diese Hyperkomplexität, die wir heute haben, die ja sowieso keiner mehr durchschaut. Ich habe verstanden, Herr Hellwig, Sie würden das Eigenkapital erhöhen. Das wäre Ihre wichtigste Maßnahme auf 30%, genau, das Buch gelesen etc. weiterempfohlen. Jetzt an die anderen drei hätte ich gerne noch die Bitte, die eine Maßnahme. Danke. Prima, super Schlussfrage. Bitte. Gerne. Die eine Maßnahme wäre, dass die Banken eine sichere Einlage anbieten in der Art, dass alles Geld, das der Kunde dort einliegen hat, zu 100% abgesichert ist durch eine entsprechende Einlage bei der Zentralbank. Und wenn die Bank aufhört zu existieren, der Kunde durchgreift durch diese Bank hindurch auf dieses Zentralbankkonto zu. Also eine sichere Einlage. Und der Rest kann dann durchaus in der üblichen Wettbewerb entstehen. Ich mache mal gerne weiter. Ich bin da, ehrlich zu sein, eher agnostisch. Ich weiß nicht, ob es... Ich meine, es macht für solche Veranstaltungen sehr schöne Frage. Wahrscheinlich ist es dann doch alles ein bisschen komplizierter. Aber wenn Sie mich auf eins festnageln wollen, dann wäre ich... So was passiert mir auf Partys ständig. Die Leute wollen nur eine Maßnahme. Wir sind auf keiner Party. Ja, aber ich... Ich habe mit normalen Menschen zu tun. Das sind Bürger in diesem Land, die nicht alle VWL-Professoren sind und die wollen dann mal was lernen. Und denen würde ich jetzt gerne was mitgeben. Bitte. Machen wir gerne. Ja, aber der Herr Schuler, der weigert sich. Doch, der hat auch noch eine. Ich dachte. Nee, nichts da. Nein, ich glaube, dann bin ich auch bei Herrn Hellwig mit dem Eigenkapital anfangen. Ich überlegte, ob ich Liquidität oder Eigenkapital, aber ich glaube, ich bin dann auch eher beim Eigenkapital. Ja, ich wäre froh, wenn ich auf Partys sowas mal gefragt würde. Ich würde sagen, genau. Ja, also ich halte ja prinzipiell 10, 11 Sachen für nötig und komplementär, würde mich aber hier mal auf Vollgeld festlegen und das, wie Sie es beschrieben haben, Herr Hellwig, das ist eher 100% Money à la Irving Fischer. Also ich glaube, Ihre Bedenken treffen da nicht so. Okay, das ist eine lange, lange Debatte. Also ich habe mich festgelegt. Gut, ganz herzlichen Dank. Ja. So, und dann bitte ich zum krönenden Abschluss meinen Präsidenten nochmal auf die Bühne, Bert Rürup, und wir versuchen mal uns an einer kleinen Zusammenfassung des heutigen Tages. Herzlichen Dank. Jetzt kommt die Strafe, nicht? Also, ich fange mal mit dem ersten Panel an, ist einfach. Ja, also Herr Asmussen, ja, hat ja sich endgültig von seiner Funktion als EZB-Banker emanzipiert und sich als zukünftiger neuer Finanzminister beworben. Das war eine sehr grundsätzliche Rede. Die Frage, was die Maßnahmen des Rentenversicherungsleistungsverbesserungsgesetzes zu seiner vorherigen Frage zu tun haben, war falsch gestellt. Das mochte er nicht. Also insofern, ja, das war also eine schöne grundsätzliche Rede. Den Kontext hierzu, ja, gut, er besteht darin, dass er ehemaliger EZB-Mitarbeiter war und er sich davon verabschiedet hat. Nun zum ersten Panel. Ich glaube, es hat darunter gelitten, dass diesem Panel ein provokatives Impulsreferat, wie wir es beim zweiten Panel hatten, gefehlt hat. Dadurch war diese Debatte ein bisschen, sagen wir mal, harmonieträchtig. Wenn dort nicht Herr Huber gewesen wäre, das war ein Glücksfall. Kaiser Wilhelm II. Hat mal anlässlich seines 25-jährigen Thronjubiläums 1913 eine Rede gehalten, wo die Metapher war, so wie es ist, so muss es sein, so wie es ist, so muss es sein. Das waren die Verhältnisse. Und ein bisschen hatte ich auch bei allen Differenzen zwischen Herrn Wieland und Herrn Fratscher so die Idee, wir wissen eigentlich, was so eine richtige Rollenverteilung
von Zentralbank und von Politik ist. Und ich glaube, das wissen wir eigentlich nicht. Nämlich, wir versuchen ja hier also ein EZB-Modell, sei es das der Fed oder sei es der Bank of Japan oder sei es der Bundesbank, auf die Eurozone anzuwenden. Und das ist meines Erachtens grottenfalsch und das kam nicht raus. Nämlich, beide waren sich klar, dass es eine ganz strikte Rollenverteilung zwischen Politik und Notenbank gibt. Da war man sich einig, aber die gibt es nicht mehr. Wir haben keine Politik in der Eurozone und wir haben keinen Counterpart wie auf den anderen, wie auf den traditionellen Zentralbankmodellen. Herr Hellwig nannte das Fragmentierung, das ist richtig. Das heißt, wir haben hier gar nicht die scharfe Trennung. Das ist der Kompetenzbereich der Politik, das ist der Kompetenzbereich der EZB, weil es die Politik in dem Sinne gar nicht gibt und deswegen kann man auch gar nicht so genau sagen, was ist die Aufgabe der EZB. Das hätte ich mir ein bisschen stärker herausgewünscht und auch eine Sache, dass die EZB unangemessene Verteilungspolitik macht. Ich bringe das mal an einem Beispiel klar. Wir konnten heute alle in der Zeitung lesen, dass Herr Schäuble der erste Finanzminister seit 40 Jahren sein wird, der einen ausgeglichenen Haushalt hat. Ja, warum ist der denn ausgeglichen? Doch aufgrund der EZB-Politik. Herr Schäuble hat in den letzten 50 Jahren 40 Milliarden an Zinsen gespart. Und hätte die EZB diese Politik nicht getrieben, hätten wir heute keinen ausgeglichenen Haushalt. Das heißt, das, was die EZB macht für Griechenland, ist des Teufels. Die Schattenwirkung, die wir in Deutschland haben, ist selbstverständlich, das resultiert meines Erachtens nur daraus, dass der Bereich zwischen Geldpolitik und Politik gar nicht mehr hier definierbar ist. Und da denke ich, würde ich mir schon etwas weiter wünschen. Und ein letztes, dann leite ich mal zu dir über, oder vielleicht sage ich da auch noch was. Also wir haben in beiden Panels gelernt, dass historische Betrachtungen unglaublich wichtig sind. Nun ja, also erstens kann man sagen, wenn es so stimmt, ist es natürlich bedauerlich, dass es demnächst faktisch gar keine wirtschaftshistorischen Lehrstühle mehr gibt. Die werden ja fast überall gestrichen. Ja, aber das ist ein anderes Ding. Aber auch der Wirtschaftshistoriker hat natürlich eine Brille auf der Nase. Oder sagen wir so, wir haben ja Augen und Ohren, nicht um die Realität wahrzunehmen, sondern wir haben Augen und Ohren und Sinnesorgane, um aus der Realität, der unendlich komplexen Realität, bestimmte Sachen rauszufiltern, die für uns wichtig sind. Das heißt, wir nehmen nicht die Realität wahr, ja, sondern wir selektieren. So, und jeder Wissenschaftler, nicht nur der Ökonom, auch der Physiker, der Historiker, hat eine Brille auf der Nase. Die heißt Theorie. Und auch der Wirtschaftshistoriker, der voraussetzungslos, angeblich, sich die Zusammenhänge anschaut und also sieht, dass also erst eine Kreditblase kommt und dann kommt eine Realwirtschaft, die sagt, hat natürlich auch eine bestimmte Brille auf der Nase, das heißt ein Vorverständnis. Und deswegen, so wichtig wirtschaftshistorische Forschung ist, so kann man nicht sagen, dass sie, sagen wir mal, theorielos ist. Man hat immer eine Theorie dahinter, nämlich wenn dem nicht so wäre, könnten ja nicht heute noch Habilitationen über die Ursache der großen Depression 1929 geschrieben werden. Das heißt also, je nachdem, welche Brille ich habe, sehe ich natürlich auch in der Vergangenheit völlig andere Zusammenhänge. Man soll das machen, aber man soll nicht sagen, ich nehme mal die Realität und gewinne dann daraus die fundamentalen Erkenntnisse für die Theorie. Nämlich, ich habe schon die Theorie, um die Vergangenheit zu analysieren. Und das sollte man vielleicht mal ein bisschen klarer betonen. Aber ich komme gleich nochmal, jetzt bist du dran. Ja. Ja, ich würde mal gerne kurz die Linie ziehen zu der ersten Konferenz Ökonomie neu denken. Damals haben wir eigentlich so die Situation gehabt nach der Finanzkrise. Man suchte nach neuen Ansätzen, neuen Ideen, Verhaltensökonomik, heterodoxe Ansätze und so weiter. Erstmal so eine Offenheit, sich mal anzuschauen, was kann man lernen interdisziplinär, was kann man von neuen bisher eher vernachlässigten Ansätzen lernen.
ich stelle jetzt sozusagen zwei Jahre später fest, dass sich vielleicht manche dieser neuen Ansätze durchaus etabliert haben, dass aber keine gemeinsame Sprache daraus entstanden ist. Dass man, also wir natürlich ein neues Paradigma, glaube ich, wäre wirklich wahrscheinlich ein bisschen viel verlangt. Vielleicht gibt es überhaupt gar kein Paradigma mehr, was als allgemeingültig anerkannt wird, weil man eben verstanden hat, dass die Wirtschaftswissenschaften keine Naturwissenschaften sind, sondern dass man eben den Zoo hat, wie Sie es nennen. Ja. Aber dennoch fand ich, dass sozusagen die Tatsache, dass man sich auf bestimmte Dinge nur schwer verständigen kann in so einem Kreis, wo man meint, das wäre eigentlich relativ elementar, fand ich etwas beunruhigend, muss ich sagen. Ist natürlich auch mal zufällig, wie man so ein Panel auswählt, wer da drauf sitzt, aber dennoch leicht beunruhigend, und auf jeden Fall ziehe ich den Schluss daraus, dass es weiterer solcher Konferenzen und Dialoge bedarf, um sich da anzunähern. Applaus, ja, ja. Dem kann man nur zustimmen. Interessant war natürlich Folgendes, wir haben ja hier eine tiefe Verunsicherung gehabt, also insofern knüpften wir wieder an die Konferenz von 2012 an, also wir wissen nicht, was Geld ist, wie es entsteht, wissen wir erst recht nicht, was Banken sind, wissen wir auch so genau nicht, und ob der Finanzsektor wirklich realwirtschaftlich positive Effekte hat, so wie ich es noch gelernt habe, so mit Granularisierung von Risiken und sowas, das wissen wir alles nicht. Und jetzt haben wir ein kleines Problem, mal ins Politische gewendet. Die Notwendigkeit zu handeln ist offensichtlich deutlich größer als die Möglichkeit zu erkennen. Das heißt, auf der einen Seite haben wir ein Erkenntnisproblem, das entbindet uns nicht, aber jetzt politisch zu handeln. Und das kam ja auch daraus, wir sehen, dass es hier ein Problem ist, wir müssen das ändern, aber was wir genau machen sollen, wissen wir nicht, außer, das war dann der kleinste gemeinsame Nenner, ich hätte auch die Frage gestellt, sagen Sie mir eine Sache oder Sie haben einen Wunsch frei, dann kam man in der Tat auf die höheren Eigenkapitalquoten. Aber der Wirtschaftshistoriker würde natürlich wieder sagen, kontextabhängig. Es gibt genauso die gleichen Krisen mit riesigen Eigenkapitalquoten. Wenn es überhaupt wohl etwas gibt, und das war so unterschwellig, ist es, glaube ich, die Idee des Vollgeldes. Das kam in vielen Debatten bei, auch sogar bei Herrn Hellwig an einiger Stelle, ohne das Wort zu nennen. Aber das wäre dann schon also eine Sache, ja, wie wir die Geldversorgung des sicheren Geldes emanzipieren können von dem unsicheren Bereich der Finanzmarktgeschäfte. Das ist jedenfalls das, was ich da rausgenommen habe, aber ich gebe zu, I'm still confused, but on a little bit higher level. Ja, vielen Dank. Dann schlage ich vor, dass wir die Diskussion noch bei einem Gläschen fortsetzen, beim Empfang, wer noch kann, und den anderen wünsche ich einen guten Heimweg und bis zum nächsten Mal.